Wir sind wieder zurück bei Günther, dem Treckerfahrer, hier in unserem Farmland in Eckow. Ja, warum Günther, der Treckerfahrer? Ich habe das umbenannt. Habe ich aber schon vor der letzten Aufnahme schon gemacht. Vor der letzten Folge. So, ich habe das nochmal umgebaut. Gefällt mir so ein bisschen besser. Auch hier unten habe ich es nochmal umgebaut. Da sind jetzt nicht mehr die ganzen, sondern noch diese Drittel, Viertel, Tralala, diese halben Blöcke. Und gut, von innen sieht es jetzt zwar nicht mehr so gut aus, aber das stört mich jetzt weniger. Unten musste ich deshalb nochmal so einen Rahmen nochmal drumherum setzen. Da unten ist alles hohl. Das ist aber auch nicht so schlimm. So. Ich überlege, ob ich nicht dieses Zwischending da mal abbaue und stattdessen das Ganze aus Holz mache. Aber das können wir immer noch machen. Das können wir immer noch machen. Ich habe auch Lumber hergestellt. Nicht viel, aber es wird, glaube ich, reichen. Das wäre schön. Und wir hatten sogar noch Mortar Stone. Den brauchte ich nicht noch extra herstellen. Da bin ich extrem glücklich drüber. So, dann wollen wir gleich mal wieder weitermachen. Achso, Hammer habe ich auch noch repariert. So, das war es jetzt aber, was ich gemacht habe. So, dann hier einmal hier weiter, 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 weiter. Diesen da. So, so, so. So, so. Das geht doch, das ist doch okay. Hier den, den, den. Wo ist Mitte? Wo ist hier die... Da ist die Mitte. Gut. Gut, 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 gut. Zack. 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 Ich mache das erstmal so, ne? Dann habe ich es ein bisschen leichter. Dann brauche ich jetzt nur noch von so da dran glotzen und dann können wir auch hier die Lumberwände auch dran setzen. Das geht dann schon. So, Mitte ist dann hier. Fenster, Fenster, Fenster. Alles klar. Da ist ein Fenster. Und hier ist das Fenster. Gut, jetzt können wir schon anfangen mit der nächsten Etage. Ach, das ist toll. Da bin ich ja schon ganz froh, dass ich nicht so wahnsinnig viel Lumber hergestellt habe. Wegen dem ganzen Gekrösel. Das, da kam gleich wieder, glaube ich, 600 Gekrösel bei rum. Das ist immer reichlich. So. Hier stelle ich mich mal kurz drauf. Ja, ja, ja. Hier machen wir erstmal weiter mit dem Rahmen. Nicht wahr? Und dann brauchen wir gleich nur noch die Decke zwischensetzen. Ja. Es sei denn, man fällt runter, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger werden, hier irgendwas hinzusetzen. Aber hey, was soll's. Ist auch egal. So, jetzt können wir hier weitermachen. Ich hoffe, ich falle da nicht schon wieder runter. Es wäre schön, wenn das nicht passiert. Und es ist alles gut. So, dann haben wir den Rahmen auch schon mal fertig. Das ist gut. Jetzt würde ich gerne, ja, wollen wir den Boden da weiternehmen? Der passt eigentlich ganz gut hier rein. Das ist okay. Da bin ich jetzt nicht so auf den eckigen Boden jetzt fixiert. Das können wir durchaus so machen. Das ist in Ordnung. Das Dach wird sowieso zu, von daher kommt hier sowieso kein Lichtstrahl durch. Es sei denn, wir hängen hier irgendwo eine Fackel hin oder eine Lampe auf, dann ist gleich das ganze Gebäude beleuchtet. Ja. So, dann haben wir das auch schon mal soweit. Hier muss natürlich nochmal frei, wegen Leiter. Cool. Das ist schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, doch, das gefällt mir besser. Es sieht immer noch aus wie ein Bunker. Okay. Ist aber völlig egal. Völlig egal. Jetzt würde ich gerne... Geht das dann überhaupt? Das muss ich mal kurz überlegen. Kann man das dann so machen? Was willst du denn da? Kann man das so machen? Ja, das kann man... Das sieht man dann von unten leider. Wenn wir da dann die halben wieder nehmen. Das heißt, da können wir nur die ganzen nehmen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ist es überhaupt gerade klug da? Ja, müssen wir. Müssen wir. Sonst sieht es schäbig aus. Mm,
muss da ja noch ein zweiter Zwischenboden rein. Das passt mir ja gerade gar nicht. Bam, 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 bam. Tüdelüm, tüdelüm. Oder kann man es irgendwie anders machen? Ich überlege gerade. Weil ich wollte jetzt eigentlich da oben drauf jetzt noch eine Platte setzen. Und die etwas größer machen als die unteren Etagen. Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Dann haben wir halt da einen doppelten Boden. Ist auch völlig egal, weil da oben müssen wir gar nicht mehr hin. Also später. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe Leitern vergessen, natürlich. Na klar. Leitern. Das Leitern. Die leidenden. Naja, die leidenden Leitern. Die leiden immer. So, den, den, den und dann. Das reicht schon. Juppidu. So, jetzt brauchen wir wieder Mortart. Mortartgesteine. Ich muss unbedingt mal wieder zur Steinigung hin. So, welche Blöcke nehmen wir hierfür jetzt? Die eckigen oder wieder die abgerundeten? Ich würde sagen, die abgerundeten. Das ist vielleicht dann schöner. Und den möchte ich vielleicht. So. Müssen wir gleich mal gucken, was besser aussieht. Eine Reihe oder zwei Reihen drüber. Oh, ich muss mich schon wieder räuspern. Entschuldigung, dafür mute ich mich mal kurz aus. So. Jawohl, Hals ist wieder frei. Man hört es. Nein, ja, da nicht. Hier. Da, 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 da. Da, jetzt müsste hier aber auch noch einer ran. Bäh. Oh. Oh, das ist furchtbar. Mann, lass das, Echo. Hör auf, mich zu mobben. Mob, mob. So. Dann hier noch. Wir gucken uns das Ganze gleich erstmal von unten an. Wir ziehen noch nicht hier ganz komplett durch, aber wir müssen das gleich mal von unten mal begutachten, ob das schon reicht oder ob da noch eine Umrandung hin sollte. Aber ich glaube, es muss noch eine drumrum, weil das vielleicht sonst ein bisschen zu schmal aussieht. Aber schauen wir mal. Zumal die Dinger, die hier dann noch dran müssen, auch noch eine gewisse Breite haben. Die brauchen auch noch einen gewissen Platz. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt genug Platz dann haben, selbst bei der Dimension des Gebäudes. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Das ist, was für eine Breite? 7, ne? Das ist 7. Es ist 7. Und da oben haben wir jetzt 9. Von geplanten 11 eigentlich. Von ursprünglichen 13. Vielleicht noch ein bisschen mehr? Oder vielleicht doch mal in eckig? Ich weiß nicht, eckig. Obwohl, so sieht das schon ganz gut aus. Ach so. So sieht das schon ganz gut aus. Wir versuchen nochmal, wie es aussieht, noch einen breiter. Das möchte ich auch gerne wissen, wie das aussieht. Klar, wir müssen dann wieder alles zurückbauen, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. So. So. So, es ist ja nur der vordere Rand, den wir gegebenenfalls wieder zurückbauen müssen. Und ich muss mich schon wieder räuspern. Dafür mute ich mich jetzt aber nicht aus. Ich drehe mich nur ein bisschen vom Mikro weg. Und es ist kein bisschen besser. Toll. So, jetzt vielleicht. Das wäre schön. So, das könnte schon reichen. Schauen wir mal. Das ist vielleicht etwas zu... Das ist zu viel. Alles klar. Ja, ich muss das immer sehen, bevor ich weiß, ob es passt oder nicht. Deswegen ist das schon ganz gut. Dann bauen wir es wieder ein bisschen zurück. Hey, seid froh, dass ich nur den halben Rand hier gesetzt habe, ne? So. Nein, alles gut. Alles gut. So, dann. So dann. Als denn. Wollen wir mal. Hier gleich noch wieder die Wände drauf. Die Wände. Was wären das für Wände? Wären wir die hier schon drauf sind? Ich meine, man könnte das auch hier einfach so lassen. Das könnte man auch. Wie sieht es hier aus? Hier möglichst nicht. Das könnte man so lassen.
Ja, und stattdessen da, aber nee, 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 das machen wir anders. Das machen wir anders. Dann nehmen wir jetzt wieder Lumber. Vielleicht sogar schon die Blöcke, die wir gerade in der Hand tragen. Die schönen. Dann schauen wir mal. Aber wahrscheinlich steht es genau an der Ecke ein bisschen über. Wie immer. Ganz furchtbar. Das steht ganz furchtbar über. So, hier. Da. Was machst du denn? So. Weil ich mag ja dieses Bauernhaus-Flair. Das hat ja ein bisschen was davon, ne? Das ist durchaus schön. So, den. Und noch einen. So, hier kommt dann wieder irgendwo ein Fenster rein. Irgendwo, wo gerade Platz ist. Wahrscheinlich, So, hier können sogar zwei Fenster rein. Glaube ich. Glaube ja. Da nicht, da nicht, da nicht. Hier ja. Das ist falsch. Hier ist richtig. Das ist ein bisschen, also es schielt ein bisschen, ne? Passen hier vielleicht sogar, hier passen sogar drei Fenster rein. Wenn man möchte, wenn man so möchte, kann man das auch gerne machen. Dann machen wir einfach drei Fenster rein, dann ist das so und dann ist das auch ganz schick. Ja, doch, doch, hier können wir es machen. Das ist gut. So, was baut der Mann da? Ja, was baut der Klamautermann da? Das sage ich euch. So, hier jetzt, ist das richtig? Das ist schon falsch. Aber hier ist richtig. Hier ist richtig. Und hier ist richtig. Sag mal, da habe ich nicht hingeguckt. Hier habe ich hingeguckt. Du Arschlocher. So, hier den. Jawohl. Hier, da und da. Und hier können wir eigentlich, hier brauchen wir gar nicht zumachen. Weil hier passen jetzt auch noch ein paar Fenster rein. Auch ganze drei an der Zahl. So schön. Ich glaube, es sieht dann ganz nett aus eigentlich. Könnte es, wenn man so wollte. Wenn man es will, könnte es bestimmt ganz nett aussehen. Wenn man nicht will, dann natürlich nicht. So, jetzt brauchen wir noch mal ein paar Leitern. Noch mehr Leitern. Aber ich würde sagen, die stellen wir jetzt hier auf. So rum. Zack, zack. Zack, und da muss auch noch ein Block hin, damit wir da drauf hüpfen können. Damit wir nicht immer wieder runter segeln. Das muss noch bleiben. Okay, das sieht ja schon mal so ganz, ganz gut aus, glaube ich. Und da kommt dann auch gleich das Dach drauf. Das müsste aber dann auch mit diesen vollen Blöcken dann auch gemacht werden, fürchte ich. Ja, steht ein bisschen über. Ist das so schlimm? Es sieht schlimm aus. Es sieht nicht gut aus, weil das so übersteht. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Außerdem fehlt mir da der Rand. Mir fehlt der Rand. Mir fehlt wirklich der Rand da oben. Das, genau da, wo die Ecken überstehen. Da muss auch noch so ein Steinrand auch noch hin. Eieiei. Das sieht gerade nicht so passig aus. Das Holz, das ist schön. Das gefällt mir so ganz gut. Aber mit dem Rand, ja, ich wünschte, es gäbe diese schmalen Blöcke auch mit dieser Textur. Das wäre schön. Sonst sieht das ein bisschen langweilig da oben aus. Aber gut, es wird übrigens kein Dachrestaurant. Ne? Also es wird auch keine Bauerntafel da oben sein. Nein, auch nicht. Alles gut. Jetzt muss ich das schon wieder alles abreißen. Dann kommen da jetzt die halben Blöcke drauf. Sieht doch auch wieder nicht gut aus, weil die bloß halb draufstehen. Ach, Mann. Gerade nicht so gut. Ach, mit dem Update 9, da wäre das wahrscheinlich schon alles gar kein Problem mehr, aber ich weiß nicht, wann das kommt. Toll. Klasse. Super. Na, jetzt bin ich bloß auf die vorherige Etage gesegelt. Schon ganz gut. So, jetzt, ach so, abbauen. Natürlich. Wir müssen wieder abbauen. Mental, als auch körperlich. Wenn wir es vielleicht einfach. Nee, das wird nichts. Ich habe so gedacht, wenn wir hier einfach so.
hier so einen halben und hier so einen halben. Das sieht bestimmt auch ganz lustig aus. Es sehe bestimmt lustig, auch zum Totlachen komisch, aber nee, nee, nee. So ein Gefummel, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das gut aussieht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir probieren es natürlich mal aus, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie aussieht. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Wir schauen, wir schauen. Die Blöcke brauchen wir sowieso. Da können wir gleich hier oben genug lassen. Das ist dann schon in Ordnung. So, so, so. Zack, zack. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder so einen Kriechtunnel finden. Habe ich natürlich nicht. So, sieht das aus? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber da sieht es besser aus als da. Das heißt, das bauen wir. Ja, schön, wie ich jetzt alle möglichen Materialien auch oben gelassen habe. Toll. Ich bin einfach zu ungeduldig. Naja, komm, egal. Wir müssen ja ausprobieren. Wir müssen ausprobieren und deswegen kann es auch gelegentlich mal sein, dass wir scheitern. Oh, das war falsch. Ich sehe es auch flimmern. Da. Gut, dann müssen wir alles wieder zurückbauen. Das ist echt ein... Und eckige Blöcke möchte ich hier oben eigentlich gar nicht haben. Also so wahnsinnig eckige. So scharfkantige. Weil es ein bisschen zu viel ist. Na, schauen wir mal. Ja, doch, aber es wird schon. Es wird, es wird, es wird. So, gestern war ja Stream. Ja. In diesem Sinne ist... Ist Morgenstream. Ja, also ich bin jetzt noch, also heute ist gerade Mittwoch. Morgenstream war. Nur, mittlerweile ist es schon Freitag. So, wenn diese Folge erscheint. Ach ja. Ich wünsche, das Abbauen ginge ein bisschen schneller. Ich wünsche auch, es gäbe ein Werkzeug, womit das alles schneller ginge. Oder zumindest ein Mod-Werkzeug, hell. Dass man sich diese Animation spart. Das ist eigentlich das, was am längsten dauert. Bei Minecraft geht das schneller. Aber man kann es auch nicht mit Minecraft vergleichen. Das ist, als ob man Birnen mit Kartoffeln vergleicht. Und da vergleiche ich noch nicht mal Birnen mit Äpfeln. So weit will ich gar nicht gehen. So. Gut, dann haben wir ja schon mal den... Das ist nicht wahr. Das einzige Loch hier im Boden und ich fall durch. Echo mobbt mich halt zu gern. So. So. Das war schon mal den Rahmen hier haben, so ein bisschen, ne? Wäre schon ganz gut. Und gut, dass es mich nicht zur anderen Seite raushaut. Das ist schon ganz gut. Das freut mich ein bisschen. Also es eher beruhigt es mich. Ganz leicht. So. Ach, da haben wir nochmal. Diesmal falle ich nicht da durch. Nee, nee. Ist aber auch selten doof angebracht da, ne? Wir hatten das aber bloß hingesetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich war es nicht. Klar war ich das. So, schauen wir mal. Wie viele Fenster hatten wir geplant? 3. 1, 2, 3. Gut. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir hier auch noch gleich die Fenster schon mal setzen. Zumindest die Öffnungen der Fenster. Die Fensteröffnung. Und dann hole ich gleich nochmal Steine von unten. Und dass wir auch einen Deckel noch drauf machen. Denn hier kommt auch noch ein Deckel drauf. Und dann bauen wir das Dach. Dann bauen wir das Dach, aber das machen wir, schauen wir wohl diese Folge nicht mehr. Also dafür haben wir nächste Folge noch. Und im Dach, da wird ja etwas noch integriert werden, was ich noch nie gebaut habe. Ich habe so ein Gebäude auch noch nie gebaut. Also so ein kleines Puppelhäuschen, das, ne? Das braucht man eigentlich gar nicht. Das braucht ja sonst eigentlich kein Mensch. So, den... Hier können wir tatsächlich so eine relativ normale Breite wieder nehmen. Also so eine Breite, wie wir halt im ganzen Gebäude schon haben, außer da.
Das können wir schon nehmen und nächste Folge sage ich euch natürlich auch, was das hier ist. Ne? Weil ich glaube, so weit sind wir in der nächsten Folge schon, dass ich euch das schon mitteilen kann. So, dann haben wir hier schon mal. Jetzt machen wir noch den Deckel drauf. Ja, wieder so ein Material, würde ich sagen, ne? Ja, warum nicht? So. Dann hier diesen da. Ja, da kommen wir gerade nicht. Da können wir gerade nichts machen. So aber. Und diesen. So. Jawohl. So, das ist auch ganz gut. Jawohl. So, na siehst du wohl. Haben wir diese Folge doch wenigstens dann schon mal zwei Etagen geschafft. Das ist mehr als letzte Folge. Aber letzte Folge haben wir auch mehr probiert. Wie was aussieht, als was am besten dafür genommen wird und so weiter. Ne? Von daher, das ist immer so eine Sache. Je nach Funktion des Gebäudes ist das natürlich auch dann unterschiedlich, wie es aussehen darf und wie es aussehen kann und wie es aussehen sollte. So, einen Lumber bräuchten wir theoretisch, haben wir sogar noch, aber dafür müsste ich erst wieder hoch. Das mache ich aber, das machen wir jetzt noch, komm. Das tut ja wirklich jetzt nicht weh. Auch zeitlich nicht, ne? Zeitlich tut das auch nicht weh. Es sei denn, man renkt sich beim Hämmern hier einen Arm aus, aber glaube ich auch nicht. So, dann, wie ist jetzt richtig? So ist richtig. Und dran. Gut, und das war's für diese Folge. Jetzt gucken wir uns das Ganze von außen an, das ganze Debakel. Und dann ist das, glaube ich, schon okay. Ja, doch, das gefällt mir. Das ist schon ganz gut. Das ist sehr schön. Es sieht jetzt aus wie ein Wehrturm. Naja. Aber schon ganz gut, dass ich vielleicht das nicht unbedingt durchgehend gemacht habe. Könnte man nächste Folge auch nochmal ausprobieren, wie das aussieht, wenn man es durchgehend macht. Das wären nur ein paar Blöcke. 5 Blöcke wären das gerade mal. Kommen wir da auch ganz gut dran? Ja, da kommen wir dran. Dann versuchen wir das nächste Folge auch nochmal, wie das aussieht. Nach oben hin können wir es sowieso nicht machen, weil sonst haben wir da mal so Material und mal so Material. Das möchte ich auch gar nicht. Ne? Also. Gut. Ja, gut. Also, bis zur nächsten Folge Echo und gehabt euch wohl.